Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Hier spricht Rüdiger Schellhaas-Eberle aus Laumersheim. Hallo und guten Tag. Bei einer Hochzeit vor ein paar Wochen kam ich hinterher mit der Mutter der Braut ins Gespräch. Übers Wetter und wie schnell doch die Zeit vergeht. Ein bisschen Smalltalk eben, mit einem Glas in der Hand. Aber dann ging das Gespräch doch etwas tiefer. Darüber, dass es im Leben, wenn man zurückschaut, doch einige verpasste Gelegenheiten gibt. Wo man hinterher merkt, dass man da hätte etwas anders machen oder sagen müssen. Und dass einem solche Momente immer wieder mal in den Sinn kommen. Ein Missverständnis, das man gerne aufklären würde, ein Dankeschön damals vergessen, das man gerne nachholen möchte, ein Gespräch, bei dem einem die richtigen Worte nicht eingefallen sind, die man jetzt natürlich wüsste, eine Bitte um Verzeihung, die man nicht über die Lippen gebracht hatte, als es gut gewesen wäre, eine hilfreiche Tat, zu der man nicht den Mut hatte. Ja, wenn man die Zeit zurückdrehen und solche Momente noch einmal erleben könnte. Jetzt, heute, wüsste man das Richtige zu tun oder zu sagen. Doch jetzt ist es zu spät. Vielleicht, weil ein Mensch, um den es da ging, nicht mehr unter uns ist, oder weil er jetzt einfach zu weit weg ist, weil man nicht mehr weiß, wie man ihn erreichen könnte, weil zu viel Zeit darüber vergangen ist, weil man alte Wunden ruhen lassen möchte. Gründe gibt es viele. Und so gibt es immer wieder so ein zu spät im Leben. Das kann belastend sein. Da waren wir uns einig. Wir konnten unser Gespräch nicht wirklich zu Ende führen, aber es ging mir noch nach. Wie gehen wir um mit dieser Erfahrung, dass wir die Zeit nicht zurückdrehen und bestimmte Situationen im Leben nicht noch einmal und dann hoffentlich besser bestehen können? Wie gehen wir um mit dieser Liste von verpassten Gelegenheiten zum Guten? Einfach verdrängen? Das funktioniert ja nicht wirklich. Es ist fast, als würde diese Liste bei uns an der Pinnwand hängen, wo wir sie immer wieder sehen müssen. Da bräuchten wir jemand, der sie uns abnimmt und irgendwo hinbringt, wo sie uns nicht mehr den Blick in die Zukunft versperrt. Paulus spricht da von einem Schuldbrief, den Gott an das Kreuz geheftet hat. Dort ist er aufgehoben, das heißt, dort hat er seine Wirkung verloren, er muss uns nicht mehr belasten. Wir sind von ihm frei geworden. Ich glaube, das gilt auch heute noch für unsere Fehler und Versäumnisse, die wir im Nachhinein nicht wieder gut machen und ausbügeln können. Sie müssen uns nicht immer wieder belasten und uns im Weg stehen. Wir können sie ruhig dort lassen, wo Gott sie hingebracht hat. Weil Gott sie uns verziehen hat, können wir sie uns auch selbst verzeihen und sie hinter uns lassen. Gott sei Dank. Lasst uns beten. Guter Gott, Vater im Himmel, immer wieder mal macht uns etwas Gedanken, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht oder versäumt haben. Vieles davon lässt sich einfach nicht mehr wieder gut machen. Hilf uns, darauf zu vertrauen, dass es dort gut aufgehoben ist, wo du es hingebracht hast, am Kreuz Jesu. Es muss uns nicht mehr belasten und im Weg stehen. Wir können befreit unseren Weg gehen, jeden Tag von Neuem. Dafür danke ich dir. Der Segen Gottes begleite euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und helfe euch und allen Menschen zum Frieden. Amen.